So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem SC Paderborn. Ja, ihr seht es gerade noch so ein bisschen in der Rückschau. Wir haben das letzte Spiel verloren beim Tabellenführer mit 1:2, sind also quasi erstmal abgerutscht auf Platz 6, wollen aber jetzt gegen Paderborn wieder so ein bisschen zurückkommen. Ja, es ist halt jetzt ärgerlich gewesen, aber es ist nicht änderbar. Mal gucken, was heute passiert. So, ich werde heute ein bisschen rotieren, mehr oder weniger. Vielleicht bringt es ja dann ein bisschen die Rotation was. Drei Wechsel auf den Positionen auf jeden Fall. So, okay, gehen wir rein ins Match. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine... Ja, vor allem, wir haben ein Heimspiel. Das heißt, wir können mit einem Sieg wieder dran gehen an die Spitze. Ja, jetzt heißt es erstmal, wenn wir aufsteigen, war der Zweite. Aber ich denke, bei Freiburg wird eine Nummer zu hoch sein. Das werden wir nicht hinkriegen. Das ist da vor dem Licht auf der Lila-Lage gestern. Aber zu Hause, wenn wir das jetzt hier zu Hause den 5. Sieg in Folge holen, dann sind wir wieder voll mit dem Geschäft drin. Aber wenn wir heute verlieren und dann an oder auch in Paderborn noch den Anschluss verlieren, dann wird das eine harte Nummer werden Richtung Bundesliga. Wie gesagt, nach wie vor, wir sind Aufsteiger. Erstes Ziel ist Klassenerhalt und danach müssen wir gucken, was nach oben geht. Vielleicht schaffen wir es am Ende dann über die Relegation erst. Oder vielleicht auch gar nicht. Man weiß es einfach nicht. Wir werden schauen, wie die Saison geht. Ich werde jedes Spiel spielen. Ich werde keine Niederlage, weil ich sage, ich habe keinen Bock, ich habe das Spiel verloren, dann werde ich auch neu laden. Nein, machen wir nicht. Wir nehmen alles so, wie es ist. Das habe ich immer schon so gemacht. Und dann hoffen wir mal, dass wir es heute vielleicht auf die Reihe bekommen. Wie gesagt, drei Wechsel habe ich gezogen. Datei da drin, als Sechser für Kleefisch. Dann hinten links Lippert, glaube ich, habe ich drin. Und statt der Kapitän Perry habe ich von Pierzowski dabei, der heute mal es probieren darf. Also drei Wechsel, wie gesagt. Mal schauen. Auf geht's ins Match. Spieltag Nummer 7. Nummer 8, Entschuldigung. Ihr seht ja gerade, dass da ein bisschen gewechselt, durchgewechselt wurde. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt ist der Angriff. Und Paderborn, die sind ja nur 2 Plätze vor uns. Sie sind einen Punkt vor uns. Ah, schade. Also, die Niederlage tat halt extrem weh, weil sie halt, ja, teils aus unverdient war und unvermögbar. Wir haben ja 2-3 Mal Pfosten getroffen. Die bisherige Saison, das Team mit der stärksten Offensive. Vor diesem Heimspiel haben sie die beste Offensive. Lataya. Ist ja klar, wie ihre Strategie aussehen wird. Sie wollen diese Stärke wieder ausspielen. No, boah. So zum Erfolg kommen und ich glaube, sie machen. No, boah. Aber das ist jetzt die Chance. Und erste Riesenchance für den Bayreuther. Ja, die erste Hecklauf. Ist für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Der Ball kommt rein. Ah, ja, schade. Aber kommen sie den Ball nicht raus. Oh, 1-0 und es ist das Tor. Kein Abseits. Ganz starke Szene. Es ist kein Abseits, das ist Novoa. Es steht das 1-0 nach 10 Minuten. Zu Hause sind wir eine Macht. Das ist klar. Statt jetzt. Ja, da sind 10 Minuten gespielt. Wir führen 1-0. So, genau, Lippert hinten links. Ja, nach
fahrlässigen Befreiungsschlag. Halbherzig. Und das wird bestraft. Und Eckloff, der köpft den einfach mal wieder rein. Paderborn versucht ihn rauszuköpfen. Es ist kein Abseits, da noch einer auf der Linie steht. Und damit steht es 1-0. Und damit ist es auch absolut richtig. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah, schön, Pachowski. Gut gemacht. Kam ja aus Elversberg. Soll ein bisschen helfen, die, die Defensive zu stabilisieren. Und Ecke, Hut verhindert auf 0 zu 2 nach 17 Minuten. Ecke kommt. Ja, nicht ganz so. Jetzt kann es eng werden. Oh, Pischowski, kurze Ecke. Nächste Ecke von der rechten Seite. Diesmal nicht so ganz. Latteia ja, und Hut. Diesmal. Dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Oh, das gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Oh, die Scheiße. So unglücklich wie der Elfmeter gegen Freiburg war, ist der jetzt total bitter für den SC Paderborn. Weil es war ein Abschlag vom Keeper. Und es ist der. Ah, komm schon, Schiedsrichter. Ich meine, ich nehme den Elfmeter sehr gerne, aber. Oh, oh, der geht weg. Eieiei, ist das bitter. Da habe ich viel zu spät. Ja, das wäre das 2-0 gewesen. Ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, muss ich sagen. Aber es ist halt. Ah, tut mir leid für Paderborn. Aber gut, okay, wir haben den bitter nicht genutzt. Und damit weiter geht's. Er holt sich vorne den Ball. Und jetzt der Schuss. Das wäre die Chance gewesen. Hier also wir sind dran. Paderborn macht den Schaden. Blöde Fehler. Und es muss halt irgendwann mal das zweite Tor jetzt fallen. Ja, die können richtig, die können richtig wehtun für Paderborn. Schuster. Nein. Sie haben den Ball. Verliert er den Ball unnötig eigentlich. Sie müssen den Ball erstmal her. Und jetzt geht der Ball über die Seite hinter links. Oh, das ja Paderborn. Pedro. Oh, da geht er vorbei. Pedro! Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ach, schade. Nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ja, leider. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich schon. Ah, oh, da könnte sie. Fashion! Und Riesenszene, ganz stark gemacht. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet, das ist gelb. Ausgeführt. Peters Gelb. Und weiter spielen er sofort. Er versucht. Oh, ein Tor verhindert jetzt das zweite Mal so eine Situation. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. So. Geht zwar die gelbe Karte. Wir nehmen uns jetzt gerade so ein bisschen weg. So. Sie verlieren den Ball.
werde wahrscheinlich eh doppelt wechseln müssen zur Halbzeit. Gerade weil meine beiden Spieler gelb vorbelastet sind. Heckloff. Der war ja bitter verschossen, hat. Langsam wird's gefährlich. Heckloff. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ja, sogar dreimal wechseln müssen wir zur Pause. Eine Minute nach. Ich fürchte, dass wir zwei oder dreimal wechseln müssen. Machen Sie gut. Steilpass. So, Baby. Und es gibt Rot. Letzter Mann. Wie reagiert der Schiri? Ist das Rot? Schiedsrichter entscheidet mit auf Gelb. Dann kann ich noch reagieren. Nee. Der rote Karte, Morgana glatt Rot. Das war sie, die klassische Notbremse. Und logische Konsequenz ist natürlich dieser Platzverweis. Da ist aus meiner Sicht keine andere Entscheidung möglich. Ja, ich muss jetzt tatsächlich auswechseln, sonst geht das mir hier komplett kaputt. Also glatt Rot ist jetzt natürlich eine Ecke, harte Nummer. Ich kann ja... Ja, wir werden es anders richten müssen. Und zwar werde ich es komplett so richten. Ich tausche Ulrich auf links, Sterne auf die 6. Kleefisch auf die 6 dorthin, Andresen hinten rechts. Und da ist irgendwo noch ein ein Spieler, der angeschlagen ist. Aber es scheint wohl nicht. Scheint wohl weiterzugehen. Also wir müssen jetzt diesen Doppelwechsel machen, weil sonst geht mir das, diese Partie kaputt raus. Wir haben eigentlich so alles im Griff gehabt. Es ist halt leider durch die... nicht anders machbar. Cavallio raus. Sterner. Ach, das war natürlich das. Krieg ich den auch noch, Rick. Na, Schumacher muss es auf der Seite richten jetzt. Ja, ich muss den dritten Wechsel auch noch ziehen. Also es ist jetzt bitter, dass wir jetzt natürlich komplett nach zwei gelben. Nach zwei gelben und jetzt der Wechsel Schumacher und jetzt für Sterner, weil angeschlagen muss er leider raus. Die rote Karte war einmal taktisch und einmal die zwei gelben. Schlechter Freistoß, da war mehr drin. Außenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. 1:1 jedenfalls. 1:2, Entschuldigung. So, perfekt. Weiter geht's mit der 1:2 Nummer 2. Eigentlich alles im Griff, die Chancen da. Das Spiel läuft, aber scheinbar hat es jetzt irgendwo einen Knack gegeben. Und das ist halt das Problem. Das muss... Ja, die rote Karte ist unschrittig, die war richtig. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Heckloff. Vielleicht dann doch noch ein bisschen die Partie zu beruhigen. 2:0. Sie erhöhen ihre Führung also auf 2 Tore. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Also Vierer bleibt weg. Ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz. Nicht, dass da auch noch eine rote Karte fällig ist. Zu wenn dann faul gewesen wäre, wäre es nicht rot gewesen. Und jetzt steht 2:0. Es könnte ein bisschen beruhigender da sein. Schöner Ball auf die Außen. Wilber Ulrich. Zu viel Platz bei diesem Dribbling. Die Gelegenheit. Oh, 3:0. Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Mit zwei Mann weniger, mit einem Mann weniger, das 2:0. 55. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht. Schöner langer Ball. Lässt er sich das auf den Elfmeterpunkt. In Richtung Elfmeterpunkt. Und dann ist es das. Er macht ihn rein. 3:0. So, man meldet sich wieder zurück. Heimsieg Nummer 5 in Folge. Darmstadt, Düsseldorf, Karlsruhe. Jetzt ist es Paderborn. Scheinbar gibt es nicht allzu viel zu Teams, die momentan hier was holen können. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Ball im Spiel gehalten. Ah, schade. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Und jetzt, wie gesagt, der SCP. Ja, auch jetzt ein bisschen Probleme hat. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Da fangen sie den Pass ab. Ui.
Aber man muss bedenken, wir haben doch eine, wir haben doch einen Elfer verschossen. Nicht damit. Und damit war es das erstmal da hinten. Jetzt Klefisch. Können sie vielleicht kontern. Klefisch. Schöner Ball auf Novoa. Die beiden ehemaligen Leipziger. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Super dieses Zuspiel. Klasse gehalten. Und er gibt das Winter. Der zweite in Folge. Wofür? Handspiel? Fragezeichen? Oder war es noch ein Foulspiel? Ja, der Abpraller. Der Abpraller ist es. Hä? Wer ist denn jetzt rausgegangen? 27? Klefisch, was? Hä? Viel Falschen erwischt? Nee, eigentlich nicht, ne? Jetzt ist er besser. Jetzt ist er kleiner, der Kreis. Der Ball geht. Fick dich doch. Er hat zhaft, der Scheiß, der geht an die Latte. Es ist der zweite Elfmann, den wir im Spiel verschießen. Wir führen 3-0. Was ist das für ein krankes Spiel gerade? Sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da sehe ich, was Karlsruhe gemacht hat in der Liga. Die haben nämlich auch zwei Elfmann verschossen. Und zwei oder drei Elfer verschossen. Der Ball kommt nicht durch. Der nächste. Es ist jetzt der dritte Elfmann in Folge. Kriegen wir diesmal einen Ball rein. Es ist ein krankes Spiel, dieses Spiel gegen Paderborn. Wie gesagt, wir sind einmal weniger an der Notbremse. Sie kriegen jetzt gerade den dritten Handelfmeter in Folge. Und diesmal ist er klar. Diesmal ist er durchaus klar. So, Eckloff, Torchance Nummer 3. Jetzt ist er klein. Jetzt ist er schön klein. Wenn der Keeper jetzt den diesmal erwachen. Alle guten Dinge sind 3, 4-0. Mit einmal weniger auch noch, ey. Der dritte Elfmeter-Entscheidung. Der dritte Elfmeter bringt dann da am Ende die Entscheidung. Wir rutschen wieder vorbei am FC Paderborn und gehen jetzt hoch mit 14 Punkten. Elfmeter, kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke, Schuss kommt in die Mitte. Er trifft dann recht. So, jetzt der Doppelwechsel. Der Wechsel. Eine Eins. Und ich kann auch schon reagieren. Werde ich gerne jetzt machen. Der Piri geht jetzt, glaube ich, rein gleich. Und der Boa geht raus. Für ihn kommt Meier in die Partie. Seitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Engel auf jeden Fall hat es gemacht. So fangen sie den Andresen früher ab. Sehr gut. Hugo, nur Boa. Da müssen sie aufpassen. Was macht er draus? Der muss reingehen. Der klatscht rein. Ulrich 5 zu 0. Und nochmal. Wir sind seitdem, nach dem nur 1 zu 0, sind wir mit einem Mann der Nähe. 4 Tore jetzt in Unterzahl. Und 3 Elfmeter verschossen. 2 Elfmeter verschossen. Also das Ding hätte richtig böse ausgehen können für den SC Paderborn. Und wir holen es jetzt gerade so ein bisschen. Ziehen jetzt gerade den nächsten Top-Favoriten auf den Aufstieg. Machen wir gerade mal ein bisschen nackig. Düsseldorf haben wir es geschafft mit 6-0. Jetzt machen wir es mit dem SC Paderborn. Und es sind noch 12 Minuten. Ja, kann noch mal ein, zwei Tore fallen. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Ganz energischer Einsatz. Eckloff, der Torschütze. Machen Sie jetzt gut. Die Chance jetzt. Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ich hatte jetzt so kurz gezögert, nicht, dass der jetzt den nächsten selber geht, weil der auch abgefälscht war. Der Ball, das kann ich auch so, weil der quasi jeden Handkontakt, also nicht sagen absichtlich oder unabsichtlich. Erste Tor für Hannover. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Gespielt sind 84 Minuten. Vielen Dank für die Entscheidung. So, Tor für den Abseits. Richtige Entscheidung, Kollege. Ja, die Paderborner kriegen es gerade heute. Da lag das Tor wirklich in der Luft. Aber richtig dicke. Das Timing dann doch nicht gestimmt. Das ist gut, sie unterstützen den. Ja, dann gehen aber. Das ist die Chance. Das macht er stark. Schade, ich hatte gedacht, ich kriege den dort ausgespielt, weil ich wollte ihn eigentlich wieder in Position bringen, weil da vorne zwei Mann weg waren. 2 Minuten werden nachgespielt. Die Chance für den Konter. Die Chance. Und jetzt hat er's. Kein Problem, den hat er.
Und das ist Ende. 5:0 der Endstand. Und die Paderborner wissen nicht wie und warum. Wir wissen schon, wir haben unsere, die größten Teile der Chancen genutzt. Nicht alle, wie gesagt, zwei Ritter noch verschossen dabei. Aber mit Unterzahl und einmal weniger. Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Mit einem Mann weniger hat er die Tore gemacht. Hat zwei wieder verschossen. Der hat 5 gemacht heute. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel, aber so jemanden aus dem Spiel. Der Ball kommt rein. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Wie gesagt, hier der Ball rein und der Erzähler weg. Der hat das Absatz aufgehoben. Also hier haben wir es nochmal richtig gut gesehen. Und damit ist es. Der Hausnummer. Wir haben eine Aufgabe. Fürth hat verloren gegen Hannover. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Wir haben die Option. So. Ja, hat er gemacht auf jeden Fall, der Junge. Wie gesagt, seid dann auf Straße und bis hat den kleinen Leerlauf gehabt, aber danach ging das auf einmal. Wie gesagt, vorher Düsseldorf 6:0. Wir kriegen es halt auswärts nicht auf die Kette. Wir kriegen es bisher, es ist der 5. Heimsieg in Folge. Wir kriegen sie zu Hause bisher auf die Reihe. Auswärts haben wir sonst so Schwierigkeiten. In Ingolstadt nur unentschieden, in Freiburg verloren, in Karlsruhe verloren, unentschieden in Hannover. Also das sind halt solche Spiele, ne? Aber wie gesagt, zu Hause. In 2:1 Darmstadt. Danke, dass Sie bei uns waren. Da Düsseldorf. Dann haben wir Bremen geschlagen zu Hause. Wir haben jetzt Paderborn geschlagen, wir haben vorher den KSC im Pokal geschlagen. Also es sind halt Spiele dabei, die klappen. Und dann klappt es halt irgendwann wieder auswärts nicht. Ne? Das ist das Problem. Gut. Jetzt ist der Weg weiter. Wir haben jetzt aktuell. Ja, oh, Freiburg hat ein Spiel weniger. Okay. Die werden weiter mit 8 Punkten vorne vertriffieren. Nächster Gegner ist auswärts mal wieder. Der SV Sandhausen. Und da wollen wir zumindest mal unseren kleinen Auswärtsfluch ein bisschen ablegen. Ne? Schaffen wir mal. Ob wir das schaffen? Schauen. Wir sehen uns dann wieder.